Hi Freunde, ich zeige euch heute, wie man Workflows selber macht. Dazu schreiben wir SQLs und die kann man dann in der WAVI als Workflow auswählen. In erster Linie ist das für Servicepartner toll, weil sie da für den Kunden Erweiterungen machen können. Wenn ihr da selbst keine Erfahrung habt, würde ich auch dringend empfehlen, geht da nicht ran, denn Eingriffe in die Datenbank sind halt immer gefährlich, ne? Da kann man viel kaputt machen. Deswegen gebt sowas in erfahrene Hände, sucht euch den passenden Servicepartner für eure Anforderungen. Aber nichtsdestotrotz erkläre ich euch heute, wie das Ganze funktioniert. Schauen wir uns mal das Endergebnis an. Das ist immer gut, wenn man hinten anfängt, dann weiß man auch, was einen erwartet. Und zwar, ich habe jetzt mal ganz kreativ hier einfach nur ein Ereignis angelegt und mir geht es im Prinzip darum, hier bei neuer Aktion möchte ich Barcode leer machen und Barcode setzen als eigene Aktion hinzufügen. Die beiden sind jetzt nicht im WAVI-Auslieferungszustand vorhanden, sondern die habe ich selber programmiert. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Eine wichtige Info vorab, das funktioniert ab der Version 1.6.37. So, wir fangen mal an. Ich mache jetzt einen Workflow, eine Workflow-Aktion. Erstmal ganz simpel, Mikro ein bisschen näher ran, die den Barcode leer macht. So, dann machen wir jetzt hier zuerst Workflow SP anlegen. Und zwar müssen wir eine Stored Procedure anlegen, die diesen Workflow quasi, diese Workflow-Aktion repräsentiert, beziehungsweise was dann ausgeführt wird, wenn man da draufklickt. Prozedure. Jetzt ist wichtig, ich nehme hier das Schema. Custom Workflows, denn in diesem Schema erkennt er, okay, er liest dieses Schema aus und weiß dann, okay, da drin befindet sich die SP, die ich ausführen möchte. Und jetzt nenne ich die hier SP Artikel Barcode leer machen. So, leer machen. So. Dann bekommt er einen K-Artikel, also einen Primärschlüsselartikel, das ist ein Int. S, jetzt kommt hier Begin, End und dann schreiben wir hier die Bedingung rein. Update der Artikel, Set T Artikel, C Barcode gleich 0. Also ihr merkt, es ist überhaupt nicht technisch hier. Where und jetzt gucken wir hier T Artikel, K Artikel und jetzt fragen wir den Parameter da oben ab, Add Artikel. Das ist im Prinzip jetzt unsere SP und jetzt gibt es hier die Möglichkeit zu testen, ob die so funktionieren würde überhaupt als Workflow. Dazu machen wir hier exec, das ist nämlich wieder eine SP, die eine SP überprüft. Custom Workflows Punkt Unterstrich Check Action. Deswegen machen wir das Video, damit ihr das hier immer wieder nachschlagen könnt. Dann der Name der Aktion ist hier Add Action Name und dann gleich so. Und der bekommt dann den Namen von der hier. Und dann sagt er mir, ob das so passt. Das wird jetzt nicht passen. Ich habe es extra so gemacht, dass es jetzt vor die Wand fährt. Genau. Da sagt er mir nämlich, PK-Spalte muss erster Parameter der Aktion sein. Und dann sehe ich, was möglich ist. Ich kann hier zu all diesen Schlüsseln kann ich im Prinzip Workflow-Aktionen anlegen. Lieferschein, Kunden, Eingangsrechnungen spiegelt sich dann in den Workflows wieder. Was wir halt wollen, ist Artikel. Und er erkennt, dass es ein Artikel-Workflow ist, anhand des ersten Parameters. Ne? Und das ist jetzt hier halt K-Artikel. So, wenn wir das so ändern, muss ich das einmal, wir erstellen hier nicht, wir altern die jetzt, weil die schon existiert. So. Und ich mache es jetzt hier mal wieder fürs Protokoll hübsch. Create. Jetzt können wir die nochmal validieren. Und das war's. Jetzt sollte diese Aktion, gehen wir mal eben in die WAVI rein hier, in der WAVI zu sehen sein. Workflows, Artikel, ist völlig egal, wir fangen mal hier an, man sieht ja überall neue Aktion. Jetzt ist hier SP Barcode leer machen. So, der Name ist natürlich nicht sexy und da machen wir jetzt auch weiter. Ich möchte dem Kind jetzt hier einen gescheiten Namen geben. So, go. Ich lasse das hier alles stehen, dann hat man jetzt alles auf einmal im Blick. Und zwar machen wir jetzt hier exec custom workflows. Dann gucken wir set display name ist, was wir suchen. Dann gucken wir, der erste Parameter ist add action name. Add action name. Und auch hier wieder
Das ist der Name der SP, wie er jetzt ja, hier heißt, ne? Wie die SP wirklich heißt. Und der zweite Parameter ist add Action Name, Anführungszeichen, Komma, Display Name war es. Display Name gleich. Und jetzt, wie es heißen soll. Und dann nennen wir das Ganze Barcode leer machen. So, müsste so klappen. Jo. Und ja, jetzt könnten wir auch wieder validieren, müssen wir aber nicht. An der Stelle hat es ja direkt funktioniert. Jetzt schauen wir nochmal rein. Also, Moment, hier so. Bims, einmal nochmal in die Wavi rein. Jetzt müsste der es auch umbenannt haben. So. Das heißt, wenn ihr sowas jetzt für einen Kunden einrichtet oder bei euch einrichtet, dann habt ihr hier geändert, Workflow anlegen, neue Aktion. Barcode leer machen. Richtig cool. Jetzt wäre Next Level. Wir wollen hier per Dot Liquid vorgeben, was er in den Barcode schreiben soll, nämlich mit Parametern arbeiten. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, im Prinzip ist es so, ich möchte hier neben dem Artikel möchte ich noch einen Barcode mitgeben, den ich dann hier setzen kann. So, dazu machen wir einmal, obwohl machen wir einmal hier so, das kommentiere ich aus und schiebe das nach unten. Dann hat man das hier alles mal, wenn man gleich so ein Screenshot oder sowas, wenn ihr da einen Screenshot von machen wollt, habt ihr das alles auf einmal da sehen, da stehen. Und jetzt Barcode möchte ich mir jetzt als Parameter da reinpacken. Dazu gehe ich jetzt erstmal hin und lege einen Typ an. Auch wieder im Schema Custom Workflows. Create Type Custom Workflows und dann Parameter. Parameter, also so habe ich ihn jetzt genannt, ne? Das ist der Name jetzt. Parameter SP Artikel Barcode setzen. Barcode. From und daraus machen wir jetzt Envatscha. Ich nehme mal 255, keine Ahnung, wie groß das Feld jetzt in der Datenbank ist. Warum mache ich das so? So erkenne ich halt einfach, es ist ein Parameter für die SP Barcode setzen und der Parameter füllt den Barcode. Also ne, soll der Barcode sein. Wenn ich mit mehreren Parametern arbeite, macht das dann Spaß, wenn man versteht, wofür es ist und es ist halt übersichtlicher. Das ist alles. Das führen wir einmal aus. So, jetzt möchte ich natürlich nicht, dass dieser Parameter in der Oberfläche später auch so heißt, sondern muss dann einen schönen Text vergeben. Den sehen wir dann gleich. Und dazu machen wir hier wieder das mit diesen Display Names, aber diesmal für Dingens Parameter. Punkt Set Parameter Display Name. Und jetzt sehen wir hier Parametername und Display Name. Also Add Parameter Name gleich. Und jetzt nehmen wir hier diesen wunderhübschen Namen. So. Komma. Und dann war das Add Display Name. Display Name. Und der ist Barcode. So soll es dann der Anwender am Ende sehen, ne? Dass es halt hübsch ist. So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Jetzt legen wir die SP an, die diesen Barcode setzen soll. Also wieder Create. Prozedure wieder im Schema Custom Workflows. Workflows, das ist so. Ich bin typisch Mann hier. Wenn ich hier tippe und denke und rede gleichzeitig, dann kommt da nur Müll bei raus hier. Custom Workflows, SP, Artikel, Barcode. Barcode setzen nennen wir sie mal. Dann kommt als erstes der K-Artikel. Ne? Also, dass er wieder weiß, um welchen Artikel geht es. Und jetzt kommt hier Add C-Barcode. C für Watcher, ne? Ist klar. Barcode. Und dann hat das hier diesen kleinen hübschen Datentyp. So. Else, Begin, End. Und jetzt sagen wir hier Update DBOT Artikel. Set T Artikel.C Barcode. C-Barcode übrigens ist die EAN und heißt jetzt GTIN in der WAVI, also um die Verwirrung jetzt komplett zu machen. Und das dann add C-Barcode. Genau. So. Where DBOT Artikel. Na, so. Punkt. K-Artikel gleich add K-Artikel. So, das sollte klappen. Jetzt müsste der den Barcode hier setzen. Das führen wir wieder aus. Jetzt
hat dieses Stored Procedure keinen schönen Namen an der Oberfläche. Es soll halt nicht SP-Artikel-Barcode-Setzen da stehen, sondern die kriegt halt auch wieder einen Namen. Jetzt bin ich faul. Kopieren wir den hier von unten, den Display-Name. Das machen wir jetzt hier auch wieder. Und der soll jetzt hier für Barcode setzen heißen. Bims, go. Und jetzt wieder validieren das Ganze, um zu sehen, ob alles korrekt ist, was wir hier gemacht haben. Punkt Check Action und dann Add Action Name gleich. Nehmen wir den jetzt hier, SP Barcode setzen. Läuft. So, schauen wir mal, was die Wavi dazu sagt, was die davon hält. Wenn wir jetzt hier, muss ich glaube einmal die Workflows neu starten. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Machen wir einfach mal, dann sind wir auf der sicheren Seite. Gehen jetzt hier auf Artikel geändert, neuer Workflow, so. Und dann müsste der jetzt hier Barcode leer machen haben. Ja, den kennen wir schon. Jetzt kommt hier Barcode setzen mit Parameter. Und hier kann ich dann auch mit .liquid arbeiten. Ja, also können jetzt hier quasi sagen, okay, aktueller Benutzer Login soll da eingetragen werden. So, und der soll ja jetzt den Barcode setzen auf den Namen vom Benutzer. Jetzt nehmen wir uns mal irgendeinen Artikel raus. Was haben wir denn hier? Schönes. Rein zufällig würde ich jetzt mal das Katana nehmen. Das bietet sich hier gerade an. Und hier sehen wir diese Gitin, die überschreiben wir jetzt mal. Ach Mist, ich muss erstmal den Workflow anlegen. Uno momento, por favor, das ist überhaupt gar kein Problem hier. Artikel manuell, super schönes Ereignis, voll nicht benannt. Moment, das schmeißen wir hier raus. So. Workflow anlegen. Also ihr könnt das hier jetzt mal benennen. Ach komm, machen wir es einfach. Was soll der Geiz? Barcode setzen. So. Dann machen wir das hier. Das ist der Workflow. Eigentlich brauchen wir den gar nicht benennen, aber das machen wir jetzt auch hier hübsch. Barcode setzen. Barcode setzen. Ihr sollt ja auch diesen Spirit mitnehmen, wie es sich dann am Ende anfühlt. Ne? So, und dann haben wir jetzt gesagt, aktueller Benutzer macht voll Sinn, den Login-Namen vom Benutzer in die ERN zu schreiben. Irgendwo macht das bestimmt Sinn. Und jetzt gehe ich hier auf Barcode setzen. Und was ist passiert? Wir schauen mal rein. Das hat geklappt. Er hat jetzt die Gitin quasi überschrieben, so wie ich das hier in meinem SQL gesagt habe hier, dass er das tun soll. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Ich kann natürlich jetzt noch mehr Parameter, also ich kann jetzt hier so 100 Parameter machen, die hier alle reinpacken. Ich glaube, das ist begrenzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind. Also sagen wir mal 5. Sagen wir es sind 5, weil wer mehr als 5 braucht, der ist eh wahnsinnig. Das kann man dann schön hier reinpacken. Und dann könnt ihr das quasi hier in den Workflows auswählen, die ganzen Parameter. Die werden dann da untereinander angezeigt. Ja, und diese Validate bzw. Check Action Methode, die zeigt euch dann halt immer an, was ihr falsch gemacht habt und was ihr besser machen könnt. Die würden dann quasi, genau, hier würden dann quasi die Parameter aufgelistet werden. Ja, wer jetzt noch immer nicht genug Infos hat, ach so, ja, das wollte ich euch hier nochmal anbieten als Screenshot. So, zack. Machen wir es einmal hübsch, das jetzt hier runter. Ich treffe es nicht mit der Maus. So. Da. Und das ist hier quasi easy. Und dann kam das mit den Parametern. Das war ja auch total easy. So. Hier mit Parametern. Das ist jetzt der Moment für einen Screenshot. Ne? Hier mal Pause drücken. Kurz drüber nachdenken. Screenshot machen und wegspeichern. Oh, wie gesagt, wer jetzt noch nicht genug hat, der erfährt jetzt auch noch, was da in den einzelnen Tabellen abgeht. Und zwar haben wir hier Select Stern from Custom Workflows. T ist immer gut, wenn man auf Tabellen will. Schauen wir mal rein. Aha, wir sehen also jetzt hier die erlaubten Datentypen für Parameter. Ne? Also Varchar zum Beispiel, ne, Invarchar haben wir gerade gehabt. Also ich könnte hier auch mit Datum arbeiten und so weiter. Und die werden dann alle auch unterstützt. Dann können wir jetzt hier drüber schreiben, erlaubte Datentypen. Geiler als jede Dokumentation hier auf YouTube. Ihr könnt euch da einfach den Kram hier einen Screenshot machen und dann habt ihr das.
Was ist das? Da schauen wir mal rein. From Custom Workflows. Punkt. Was haben wir hier noch? Okay, Workflow Objects. Schauen wir da mal rein. Ah ja, cool. Da sehe ich quasi hier alle, das, was wir eben gesehen haben, ne? Alles, was ich als ersten Parameter nutzen kann. @KKunde, @KAuftrag, @KLieferschein, damit der eben weiß, für welchen Workflow-Typ das ist. Also welcher Workflow-Typ ist das denn? So, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt hier noch so ein paar Views. Die schauen wir uns mal an. Hatte ich gerade gesehen. Select Stern from Custom. Das könnte ich mir mal kopieren hier, ne? Da muss ich das nicht immer tippen. So richtig faul. Punkt V. Action. Was steckt denn dahinter? Schauen wir mal rein. Naja, das sind die meine Workflow. SPs, also das sind ja die, die wir gerade angelegt haben. Dann haben wir, schauen wir mal, Select Stern. Ich habe aber gerade auch clevererweise nicht alles, so mache ich das so, damit ich wenigstens beim letzten nicht alles tippen muss. So, Workflow Check, was sagt der? Okay, da steht Status okay, super Info, das macht im Grunde. Das macht ja im Grunde schon die Check-SP. So, dann Punkt. Was haben wir hier noch? Action-Parameter. Oh ja, ich glaube, das sind jetzt die Parameter, die wir angelegt haben. Artikel, Barcode. Genau, das ist genau. K-Artikel, die sind ja die PKs und der Barcode, das ist der, den wir angelegt haben an erster Stelle. Okay. Das ist alles. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal. Ich weiß, es war sehr technisch heute, aber ich glaube, ja, wenn man es verstanden hat, dann hilft einem das auch weiter. Wenn nicht, dann sollte man sich da an einen Servicepartner wenden und gar nicht versuchen, darum zu fummeln, denn diese Datenbankgeschichten sind halt auch gefährlich, ne? Die haben halt das Potenzial, alles kaputt zu machen. Also lasst das die Profis machen, wenn ihr da keine Erfahrung habt. Und in diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Erweitern der WAVI.